Herr Olofs, wir befinden uns hier im Forum bei einer deutsch-chinesischen Wirtschaftsveranstaltung. Was finden wir hier genau vor? Ja, dies ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem deutsch-chinesischen Wirtschaftsvereinigung NRW Invest, der Wirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Wirtschaftsförderung Leverkusen. Diese Veranstaltung dient dazu, hier in Deutschland lebenden Chinesen die Möglichkeit zu geben, sich über eine Unternehmensgründung, Existenzgründung zu informieren. Wie kam es zu der Veranstaltung? Es kam im Rahmen des Netzwerkes wurde über diese Art der Veranstaltung gesprochen. Es ist nicht die erste dieser Art, sondern die deutsch-chinesische Wirtschaftsvereinigung hat dieses schon mal gemacht und ist so gut angekommen, dass man sich überlegt hat, das mal in Leverkusen zu machen und nicht in anderen Großstädten. Gibt es schon erste Erfolge für Leverkusen oder kann man das nach einem halben Tag noch nicht erwarten? Naja, das ist eine Informationsveranstaltung und eine Netzwerkveranstaltung. Demzufolge wäre es etwas früh, was zu sagen. Aber ich muss sagen, der Stand hier, Sie sehen auch, es ist recht wenig Prospektmaterial und Informationsmaterial übrig geblieben, hat eine sehr große Resonanz gefunden. Es sind wirklich diejenigen hier, die auch gründen wollen oder eine Investition tätigen wollen. Und ob es dann am Standort Leverkusen letztendlich soweit sein wird, werden wir sehen. Vielen Dank. Gerne.